Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Ixion. Mal wieder Probleme über Probleme. Ich verliere Vertrauen, die Rumpfstabilität ist ein Problem und ich habe mir jetzt was überlegt. Ich habe mir überlegt, ich habe ja jetzt erstmal genug Elektronik. Ich baue die Elektronikfabrik wieder ab und nachher im dritten Sektor wieder auf. Da kommt jetzt wieder das zweite Stahlwerk hin, so wie wir das vorhin auch hatten. Das hätte ich schon längst machen sollen, denke ich. Ja, zumal jetzt hier auch einiges an Stahl auch erstmal wieder rauskommt. Das ist sehr gut für die Reparatur der Rumpfintegrität und dann... ja, das war ja im Prinzip auch nur so aus der Not heraus, weil ich Elektronikteile gebraucht habe. So, und jetzt werden wir bald erfahren, was mit der Protagoras los ist, weil ich da jetzt mit meinem Forschungsschiff der Melon hinfliege. Die Ripley ist ja nicht mehr. Die Leute konnten wir retten, aber dass wir die Leute retten konnten, ist irgendwie nicht zur Gesamtbesatzung durchgedrungen, habe ich den Eindruck. Da haben wir einen dauerhaften Malus bekommen, große Trauer, obwohl die Leute ja jetzt im Grunde nur auf ein neues Schiff umgestiegen sind. Wenn es schon so dramatisch ist, nur weil ein Schiff kaputt geht, was soll dann erst passieren, wenn andere Dinge passieren? Naja. So. Ein Stahlwerk. Mal gucken, wie war denn das hier? Ja, so irgendwie, ne? Muss ja. Alles klar, dann baut mal fleißig hier. A violent strike has started on board the Tycoon. Okay, Streik. Noch 8% Vertrauen. An accident has occurred in the Tycoon. Jetzt gleich hier immer wieder steigen, oder? Spätestens wenn der Rumpf auf mehr als 25% ist. Prozent, naja, wir waren ja schon mal runter bis auf 1%, ne? Okay, bedeutet jetzt aber auch hier Stahlfokus. Haben wir hier schon beim Abbau und beim Transport alles schon auf volle Power. Und hier oben treffen wir gleich bei der Protagoras ein. Ich bin gespannt. A science ship has arrived at its destination. Okay. Besonders ist es gelungen, die Protagoras zu lokalisieren. Das wissen wir schon. Wir sind ja hingeflogen. So, übertragen von der Melon. Wir sind jetzt in der Nähe der Protagoras. Obwohl die äußere Suprastruktur deutlich fortschrittlicher ist, sind die Ähnlichkeiten mit der Tycoon frappierend. Der Rumpf wurde aufgerissen und die äußeren Systeme sind schwer beschädigt. Um auf den Hauptcomputer der Station zuzugreifen und Wohlkoordinaten zu halten, müssen wir zuerst durch das Eichbresse brechen und an Bord gelangen. Okay, bohre durch das Eis. So, wie schaut es mit meinem Stahlwerk aus? Läuft. Das
Was ist mit dem Vertrauen los? So viele Verletzte, ja. A sector is being overworked. Kann ich denn irgendwie die Krankenstation verbessern noch? Nicht so aus, oder? Und noch eine Krankenstation bauen? Okay, bauen wir erstmal das hier unten fertig, dann gibt es zumindest keine Obdachlosen mehr. Ja, weil sie in Sektor 1 wütend sind, zieht sich der Wert so weit runter. Ich bräuchte 80 Arbeitskräfte zusätzlich. Wo soll ich die hernehmen? So, hier sind noch hier Kryonik-Kapseln. Oh, Sektor 1. Behält kein Minimum mehr. Warum auch? Die müssen hier drüben aufgetaut werden. Aber auch keine 2 aktiv zu haben. Stahlwerk befüllen, sehr schön. Komm schon, hört auf wütend zu sein. Wie läuft der Metalltransfer hier aktuell? 25 Sektor 1, 25 Sektor 2, Minimum, okay. Ja, ist mal gerade so, dass die Krankenstation überlastet ist. Warum geht denn nicht darüber? Hier wäre Platz. So ein Käse. So, neue Technologie wurde freigeschaltet. Ah doch, hier, Krankenstation. Krankenstationen haben Platz für 5 weitere Betten. Ja, machen wir. Wir sind hier gar nicht auf einem schlechten Weg, oder was denkt ihr? Ja, wütend wegen der Mehrarbeit. Tja.
Boah. 24 Leute gestorben. Eindeutig zu viele Tote. Tja, jetzt habe ich keine Obdachlosen mehr. Jetzt sind es noch minus 0,3 pro Zyklus. Ja, so viele Leute kriege ich da nicht rüber geschafft. Dann habe ich das Problem ja hier, auf der Seite. Bedeutet aber... So, wir ziehen hier einmal volle Pulle und einmal ein bisschen Priorität runter, damit die 25 Kolonisten noch abgeholt werden. Ja. Gut. So, mal schauen, was das hier... Vielen Dank. Mal schauen, was das hier oben wird. Bei der Protagoras. An accident has occurred in the Tycoon. A science ship team has completed a task. Wir haben die Protagoras betreten. Es gibt Anzeichen eines Konflikts und überall sind schwebende Leichen. Wir haben mehrere Kryokapseln gefunden, die wahrscheinlich von Evakuierungsmaßnahmen der Besatzung stammen. Viele Sektoren sind drucklos und stark beschädigt. Fast alle Bereiche weisen Spuren von Plünderung auf. Über eines der Stationsterminals konnten wir Diagnoseprogramme starten. Gemäß den Dulos Geheimhaltungsprotokollen wurde der Missionsbericht über den Zustand der Protagoras verschlüsselt und kann im Techniklabor analysiert werden. So, Protagoras Diagnostikanalyse. Gut, das werde ich dann gleich im Forschungslabor mal anleihen müssen wahrscheinlich. Oh, verlasse die Protagoras. 950 Passagiere. Genau das, was ich jetzt brauche. Ah. 950. Da kriegen wir auf jeden Fall einen zusätzlichen Sektor mit. So, Technologie, Reorganisation der Pflege. Moment mal. Aber es wird doch gerade noch was erforscht, oder? Nee. So, die Protagoras-Diagnostikanalyse. Ein wissenschaftliches Raumschiff im Sitz von Dolos AEC. Wie gut, dass wir dafür hier noch genügend Forschungspunkte gefunden haben. Bitte Kapseln liefern, weil Kapseln liefern bringt ja auch eine Verbesserung des Vertrauens mit sich. Komm schon, das schaffen wir. Ich kann ja mit der Pause machen, weiterarbeiten. Ab an die Hülle. Ich glaube, jetzt wäre es mal nicht schlecht, hier das Haus fertig zu bekommen. Wann kommen denn meine neuen Kolonisten an? Von wo gibt es denn? Ach ja, von hier holt er die ab. Die 25. Hier dürfen wir dann auch gleich durch sein mit dem Spaß. Das Forschen geht auch relativ flott. Vielleicht gibt es ja dann auch mal permanent positive Einflüsse auf die Besatzung, nicht immer nur Minuspunkte. Hätte ich nichts dagegen. So, alle Wissenschaftspunkte erworben. Ich warte aber mal da oben, bis die
Forschung hier unten fertig ist. So, Protagoras Diagnoseanalyse wurde freigeschaltet. So, und jetzt? Wenn ich noch einen einziehbaren Teleskopmast erforschen, ermöglicht es der Tikon, andere Schiffe, Strukturen oder Stationen vorübergehend mit Energie zu versorgen. Warum sollten wir das tun? Als ich auf der Oshanabi mit den Ashtangiten arbeitete, wurden die Möglichkeiten eines einziehbaren Teleskopmastes zur Versorgung der Tikon geprüft. Die Idee wurde wegen der geringen Größe der Oshanabi verworfen, aber ich bin überzeugt, dass sie in Zukunft nützlich sein wird. Keine Ahnung, brauche ich das für irgendwas? Ich erforsche das mal. Oder muss ich irgendwas anderes erforschen? Warte mal. Ne, nur das mit den Kolonisierungen muss ich noch testen. Oder kann ich meinen Sprungantrieb schon wieder aufladen? Habe ich Koordinaten? Nein. Ich habe noch kein Ziel. Okay, dann erforsche ich das jetzt mal. So, eigentlich könnten wir hier mit den Solarmodulen auch schon weitermachen. Ja, das ergibt durchaus Sinn. Obwohl, ich sollte es vielleicht nicht mit einer Vertrauenskrise tun. Es wird ja gerade ein bisschen besser, was das Vertrauen angeht. Aber jetzt weiß ich nicht. Woher kriegen wir denn jetzt Koordinaten? Hier eingehende Übertragung. Wieder was nicht gesehen. Gab es da keine Mitteilung? Administrator, analysis of the Protagoras has been completed. Frozen, mostly depressurized and out of power, the Protagoras has suffered critical internal and external damage. Sectors 3 and 4 do remain sealed and pressurized. Signs of looting are present throughout the structure, with reports indicating that UN forces attacked, wiping out whatever resistance had been present. They have destroyed and gutted the infrastructure required to generate full jump coordinates. The devices containing the coordinates of Remus have been taken by the Etymenenki. We have received a message from the PA of the Protagoras, Valhalla. Was also? Die Sprungkoordinaten zum bewohnbaren Planeten Remus sind nicht mehr vorhanden. Die wurden von den Etymenenki geklaut. Und jetzt vom Protagoras Computer haben wir jetzt aber irgendwie eine Übertragung. Mal gucken, was der so sagt. Administrator, part of me remembers you. I am glad to see you and your crew are still alive. And to be carrying Ixion, what an achievement. My mind is going. I can feel it. The Protagoras, designed to be an ark for what remained of mankind, was attacked by the UN's superstructure, the Etymenenki. Before my last electric breath, I have launched decryonization protocols. With only two sectors left, the surplus population will be transferred to the Tycoon. Please help the Protagoras. I have programmed a delayed data transfer
that will send across the Edamamenki's self-similar signature once you have guaranteed the integrity of this structure. They plan to reach Remus. Follow their Vol signature, and you will find our new home. What you will do once you reach your destination is only up to you. Farewell, Administrator. For the few who stand in the light, and many who dwell in the dark, you carry the fate of us all. Ja, ich habe alles in der Hand. Tja, diese Edamamenki war eine Superstruktur der UNO, die hat die Protagoras angegriffen und ja, versucht jetzt Remus zu erreichen. Aber das muss doch alles schon so lange her sein, dass wir hier nicht mehr wirklich ein Wettrennen haben können. Sei es drum, jetzt sagt er, er hat eine verzögerte Datenübertragung programmiert, welche die selbstähnliche Signatur der Edamamenki übermittelt, sobald sie die Integrität dieser Struktur garantieren können. Verstehe ich nicht. Vielleicht muss ich da jetzt mit diesem neuen Tool, was ich erforschen kann, irgendwie Energie hin übertragen auf dieses Schiff, an die Protagoras, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall werde ich hier gebeten, die knapp 1000 Leute zu evakuieren, was ich auch sehr gerne tun werde. Nur, ja, muss mal gucken, wo ich die hinlagere, die ganzen Leute. Da fällt mir aber sicher irgendwie was ein. Auf jeden Fall kann ich jetzt nicht plötzlich 1000 Leute auftauen. Administrator, new mission objectives have been set. To receive the Edamamenki signature, we will need to free the Protagoras from the ice, perform critical repairs, provide resources to support their crew, and via a connection to the Tycoon, reboot the core systems of the Protagoras. Okay, jetzt soll ich die Protagoras retten, also doch nicht alle Leute da runterziehen. So, repariere die Superstruktur, stelle Ressourcen für die Besatzung der Protagoras zur Verfügung, baue das Alter, beiß ab, das die Protagoras gefangen hält, erforsche die Technologie einziehbarer Teleskopenmast, das mache ich gerade, damit die Tikon sich mit der Protagoras verbinden kann. Okay, aber das bedeutet ja, ich muss mit der Tikun zur Protagoras fliegen. Okay, also dass ich hier ein anderes Schiff werde retten müssen, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Interessant. Ich weiß nicht, warum ich jetzt spontan an Kampfstern Galactica und Kampfstern Pegasus denken musste in dem Zusammenhang. Mal gucken, ob wir am Ende beide überleben werden oder ob sich vielleicht der eine für den anderen opfert. Oder weiß der Pilz nicht was? Jedenfalls ist es, glaube ich, auch grundsätzlich gar nicht schlecht, dass wir uns mit der Tikun dahin bewegen, weil da sind doch die Materialien, die wir gefunden haben, deutlich näher dran. Haben wir denn hier noch Aufgaben? Repariere die Suprastruktur. So, wir sind vor Ort und haben die Besatzung der Protagoras getroffen. Wir wurden wie Helden empfangen. Die Menschen scharten sich um uns und berührten uns, als könnten sie unsere Existenz kaum glauben. Also waren da doch welche nicht eingefroren? Einige der älteren Besatzungsmitglieder wirkten skeptisch. Die Besatzung ist geschwächt, müde und vom Kryoschlaf disorientiert. Also, zwei Sektoren von dem Ding funktionieren noch und wir haben tatsächlich welche aufgetaut. Okay. Sie sind traumatisiert von den Schrecken, die sie durch die Besatzung der Edamamenki erfuhren. Durch ihre vollständige Diagnose ihres Schiffes können wir nun Ressourcen zuweisen und mit den Reparaturen beginnen. Okay, wir brauchen eine ganze Menge Stahl, eine ganze Menge Futter, eine ganze Menge Polymer. Wobei ich glaube, hier das mit dem Metall und dem Polymer, das schaffen wir zuerst. Können wir uns aber, also ich sehe nirgendwo ein Zeitlimit, sodass ich denke, dass wir uns hier durchaus auch Zeit lassen können. Da es aber noch ein bisschen dauert, bis wir das ganze Material auch haben, möchte ich hier hinten die Forschungspunkte noch einsammeln. Ich verstehe gar nicht, waren die vorhin nicht da oder habe ich einfach nicht dran gedacht?
Ich krieg das Forschungsschiff da nicht weg. Weil es aktuell ein Ereignis untersucht. Okay. Dann sei es so, müssen wir mit den paar Forschungspunkten auskommen, die wir hier noch haben. Okay, kriegen wir irgendwie gebacken. Nochmal schnell drinnen gucken. So, die Aufteilung müsste ungefähr passen. So, FE. Zwei Stahlwerke. Ja, das hast du wirklich gemerkt, dass das gefehlt hat. Zwei Stahlwerke. Und 950. Ja, herzlichen Glückwunsch. 13 Vertrauen. Gut, auf jeden Fall, da fliegen wir dann in der nächsten Folge hin. Hoffentlich kann ich mir das alles merken, was wir hier so vorhatten. Ich denke aber schon. Es bleibt spannend und wie gesagt, in der nächsten Folge schauen wir dann, wie es hier weitergeht mit und rund um die Protagoras. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.